ist schlicht ein Hackathon für reale Probleme aus Wohlfahrt, Sozialarbeit und dem Gesundheitsbereich. Dann freuen wir uns, wenn du als Herausforderin oder Problemlöserin oder Coach mit an Bord bist. Sie machen dadurch deutlich, diese Krise können wir mehr denn je nur gemeinsam bewältigen. Da freue ich mich sehr, dass wir so viele geworden sind. Das hätte ich vor 3 Wochen nie gedacht. Ja, und ich freue mich, dass es jetzt wirklich gleich ernst wird und dass es losgeht. Und auf die Ergebnisse bin ich natürlich besonders gespannt. Ich habe eine WhatsApp gekriegt vom Hannes, der ist hier heute auch am Start. Und der hat geschrieben, ey Marc, da geht irgendwas bei Twitter ab. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass bei Twitter noch irgendwas abgeht. Aber dann habe ich da reingeguckt und dann hatte Ursel gerade den Tweet abgesetzt. Und dann habe ich einfach geschrieben, lass uns doch mal telefonieren irgendwie über die Orga und schon waren wir da irgendwie mit drin. Der erste soziale Hackathon beginnt in 3, 2, 1, jetzt. Und es war unglaublich gut, was sich da weiterentwickelt hat. Das war eine ganz, ganz schöne ganz, ganz schöner Moment. Wir werden alle sowieso parallel bleiben durch die Nacht, ja, weil es ist so viel Spaß gewesen, den Tag. Wir wollen eigentlich nicht Tschüss sagen. Ich mag Rotkäppchen übrigens und grüße euch hier aus unserem Gäste-WC. Aber einige von den wenigen, die eben noch da sind, die haben sich aufgemacht, den Schatten zu jagen. Gemeinsam anstatt einsam gehen sie selbstlos voran und nageln das flammende Rote Kreuz tatsächlich immer noch paritätisch an jede verdammte Wand, die noch brüchig im staubigen Moloch war. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr schon so zahlreich wieder da seid, obwohl die Nacht wohl teilweise lang war, nehme ich an. Das hat riesig Spaß gemacht, von Anfang bis jetzt. Danke. Das Ganze war für mich total geprägt von einem Wahnsinns Team-Spirit. Vernetzt euch weiter, tauscht unbedingt eure Kontaktdaten aus, bleibt in Kontakt, guckt, wie ihr die Teams zusammenhalten könnt. Nehmt diese Energie mit, die dabei war. Ich glaube, die war wirklich genial. People mit einem Purpose und Passion. Ich bin total geflasht. Ich freue mich total, was da zustande gekommen ist.